die Annette Segerer, bin heute auf Entdeckungsreise in Sachen Kunst und Kultur in Immenstadt im Allgäu. Das liegt da hinten unten. Immenstadt hat ungefähr 14.000 Einwohner, liegt im Landkreis Oberallgäu im Regierungsbezirk Schwaben. Und schon seit 650 Jahren heißt Immendorf Immenstadt. Ja, und jetzt fahre ich gerade auf den Mittag. Das ist der Hausberg von Immenstadt. Der ist 1452 Meter hoch und da oben soll es wunderschön sein zum Wandern. Vor allem im goldenen Herbst. Aber auch wenn es wieder mal nicht so schön ist, hat das Allgäu durchaus seinen Reiz, ja? Doch. Four seasons in one day, lying in the depths of your imagination, worlds above and worlds below. The sun shines on the black clouds hanging over the domain. Even when you're feeling warm, the temperature could drop away. Like four seasons in one day. Smiling as the shit comes down. So, jetzt bin ich herum auf der Bergstation und verabredet mit dem Chef der Mittagbahn, mit dem Georg Waller. Und der kennt sich da aus, der ist ja schließlich schon seit 45 Jahren da herum. Grüß Sie, Herr Waller. Grüß Gott. Weil da hat man einen wunderbaren Blick von da herum. Ja, ja. Was sieht man da jetzt? Sieht man jetzt die Kreisstadt Sonthofen. Das ist die südlichste Stadt Deutschlands. Im Hintergrund sieht man unseren Wächter des Allgäus. Das ist der Gründen. Da hinten im Nebel drin sieht man Oberstdorf. Würde man Oberstdorf sehen. Und dann weiter gegen Südwesten sieht man Hoheneven, Witterstein und die österreichischen Berge. Und Immenstadt ist so Richtung Norden aus? Ja. Das ist wahrscheinlich da, also da treffen sie ja quasi dann so Täler, oder? Die Täler treffen sich praktisch raus aus dem Oberstdorfer Raum und aus dem Konstanzer Tal raus, also von Oberstaufen her, treffen sich die Täler. Und dann war das bei Immenstadt quasi immer so ein Knotenpunkt, das oder? Das war der Knotenpunkt und das, die Immenstadt hat ja immer noch den Hauptknotenpunkt von der Bundesbahn her und von den Hauptverkehrsstraßen her. Und immer schon gewesen wahrscheinlich, und immer schon oder? Gewesen ist, ja. Wie lange gibt es denn eigentlich die Mittagbahn schon? Weil so ein Sessellift, das ist ja schon fast altertümlich. Ja, die Mittagbahn hat letztes Jahr ihr 60-jähriges Betriebsjubiläum gefeiert. Wir haben tatsächlich erst im Jahre 2004 die obere Sesselbahn auf eine Doppelsesselbahn umgestellt. Selbstverständlich waren wir uns darüber im Klaren, dass eine Doppelsesselbahn heutzutage schon auch eher nostalgisch ist. Wenn man die ganz großen Bahnen sieht, haben wir da keine Chance mehr, dass wir da mithalten können. Aber gemütlich ist. Aber gemütlich ist. Und wir haben eben das Motto, andere beschleunigen, wir entschleunigen. Und eine Seenalpen gibt es auch, gell? Eine Seenalpe gibt es auch, das ist die Alpe Oberberg. Oh, da kann man sogar zu Fuß runter gehen, oder? Da kann man zu Fuß runter gehen, ja. Bin ich nämlich dann auch noch mal verabredet. Aha, auf den Kass hoffentlich. Kass, ja. Dann sage ich jetzt vielen Dank. Ich komme bestimmt noch mal wieder raus. Ja, vielleicht, wenn es nicht ganz so frisch ist. Ja, dann kommst du wieder. Servus. It doesn't pay to make predictions, sleeping on an unmade bed. Finding out wherever there is comfort, there is pain. Only one step away. Ich bin jetzt unterwegs zum berühmten Allgäuer Kas und Sie erfahren ein bisschen mehr über Immenstadt. So, jetzt bin ich da auf der Sennalpen Oberberg, wo die Familie Beck seit drei Generationen, ja, seit über drei Generationen Kas macht. Und Klaus Beck, der das jetzt in der vierten Generation macht, der erwartet mich jetzt hoffentlich schon drin. Herr Beck, Sie machen in der vierten Generation da herum auf der Alpe einen Kas. Was für einen Kas machen Sie eigentlich? Wir machen den Hobern Sennalpkäse. Sennalpkäse, das ist der Hartkäse ausschließlich, oder? Das ist der Hartkäse mit verschiedenen Reifungsgraden, wie er da liegt. Und
Wie alt ist da jetzt so ein Kass? Also wie wird der verkauft? Verkauft wird er ab 3 Monaten. Der erste ist jetzt 3 Monate. Dann haben wir den mittleren, der ist 13 Monate. Und dann haben wir noch einen, der ist jetzt 25 Monate alt. Und was macht dann den Sennalp-Käse so besonders geschmacklich? Die haben eben Unterschied. So am Talbetrieb sind die Kühe Tag und Nacht auf der Weide. Und die fressen halt das, was der Hof wächst. Ich denke, dass die Weide der Hof etwas würziger ist. Und wir haben auch kein Weg vom Stall bis in die Sennerei. Also die Milch muss nicht durch die Gegend transportiert werden. Das ist auch ein Vorteil. Also das Käse geht da oben relativ einfach. Also das Wichtigste für den Käse ist eigentlich die Milch. Genau. Und die ist halt einfach da herum besser. Das sind Sie gesehen. Und wie schaut dann so ein Tag aus? Wann geht der los? Um 4 in der Früh? Wir fangen in der Regel um 3:30 an. Oh. Also meine Frau, die tut die Abendmilch abbrauchen, dann machen wir ja Butter auch brauchen. Mhm. Und ich bin derweil im Keller, wenn da die Käse pflegen. So bis um 4:45 und dann sind die Kühe im Stall, dann wird gemolken. Und wenn wir fertig sind mit Melken, dann kommt ja die Morgenmilch zu der Abendmilch dazu und dann machen wir den Käse. Am Feierabend haben wir so, ich denke auch im 7. Wenn man keine Freude daran hat, dann funktioniert es nicht. Und dann müssen mehrere, also die ganze Familie muss halt hinter dem stehen, sonst kann das nicht funktionieren. Und wie schaut es aus mit deinen Kindern? Sieht gut aus. Also der jüngste Sohn von uns, der will das schon machen. Der hat ein Interesse daran. Und wie war das bei dir? Hat sich bei dir die Frage gestellt, ob du das weitermachen möchtest oder nicht? Mir war das klar, dass ich das schon machen will. Aber bei mir ist es sehr überraschend gekommen, weil der Vater mit 49 einen tödlichen Skiunfall gehabt hat. Ja, dann war es früher, als der lieb war. Das kommen ja viele. Wir vermarkten ja den Käse, den wir hier machen, zu 95% an Ort und Stelle. Und die fühlen sich, wenn sie da sind, ein wenig in eine andere Zeit versetzt. Und man merkt, dass man die da glücklich macht. Ist das auch was dann dem Käse zugute kommt? Ja, wir geben halt einen Großteil von unserem Käse, den wir machen, die Zeit zum Reifen. Der muss nicht mit 3 Monaten los, dass wir gleich das Geld haben. Wir geben die Zeit, dass er eventuell 2 Jahre alt wird. Aber es geht schon auch darum, dass man das Geld verdient, oder? Es ist klar, wir verdienen mit dem unser Geld und wir arbeiten vielleicht auch viele Stunden. Aber wir sind irgendwo ist es auch ein Stück Freiheit.